Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind immer noch hier bei Six and Synthetics, wo wir Simuels das letzte Mal verloren haben. An Apollo sage ich jetzt einfach mal, und dieser hat für uns ein... eine Transitgondel für Apollo freigemacht. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder den Weg zurück. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das so einfach gehen wird. Weil wir hatten auf dem Weg einen Haufen Druiden, die nicht gerade freundlich waren. Und ich möchte dieses Risiko dann doch nicht eingehen. Daher werde ich hier in dem Schacht verschwinden wieder. Ich werde den Weg wieder so zurückgehen, wie ich ihn gekommen bin das letzte Mal. Da drüben war ja eine Ausweiskarte. Ach komm, die nehmen wir mit. Wir haben ja gerade eh nichts großartig zu tun. Problem wäre natürlich, wenn die Hiwis einfach mal hier oben so eine Gitterstäbe aufreißen und uns dann rausholen. Das wäre natürlich dann nicht gerade sehr vorteilhaft für uns. Ja, wusste ich doch, da ist ein Hiwi. Wo ist er? Apollo und der Hiwi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Definitiv nicht. Definitiv nicht, mein Freund. So, wir laufen ganz gut, sag ich mal. Brauchen wir bloß noch geradeaus. Und dann irgendwo da vorne müssen wir hoch. Dann haben wir es nämlich auch schon geschafft. Wartet mal. Mal kurz auf der Karte. Jetzt rechts rum, genau. Willst du mich verarschen? Ich bin hier reingegangen, ich habe den Typen nicht gesehen. Na, Halleluja. Ich kann ihn noch nicht mal durchsuchen. WTF. Ja, genau, geh mal weg. Ich brauche dich hier gerade eh nicht. Gut, der geht weg. Nice. Ja, hier fehlt eindeutig ein Hiwi, weil hier lag einer. Der ist ja jetzt da hinten. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich durchgehen. Ja, war doch ganz gut, dass wir die Dinger aktiviert haben. So, dadurch, dass wir jetzt durch sind, können wir ja eigentlich hier ganz gut speichern. So, warte mal. So. Und jetzt, wo sind wir lang? Dadurch? Sieht so aus, wa? Zum Apollo-Kern. Aber ich weiß... Das sind diese... Das sind diese Luftströme, die hier waren. Oh, ich habe gerade gedacht, das Alien ist wieder da. Das wäre ja ein Witz. Aus rein da. Ah, ich glaube, wir sind hier vollkommen falsch. Weil hier gibt es doch keinen Transit. Nee. Also wieder zurück. Da müssen wir irgendwie außen rum oder so. Schau mal, vorausgesetzt, hier funktioniert auch irgendetwas. Eigentlich können wir auch schneller laufen. So, von dort sind wir gekommen. Das Audio hat man schon gehabt, auf jeden Fall. Ja. Ich würde mal sagen, ganz in Ruhe. Ja gut, in Ruhe nicht. Wir sollten uns vielleicht doch ein wenig beeilen. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Na dann los. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Ach, hier runter war. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Weyland-Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halt. Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Weyland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet.
Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche... Wo muss man? Aha. Aha, aha, aha. Ist... Warte mal. Ja, folgen Sie Samuels, das hier haben wir schon. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier raus. Ach, hier sind wir. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ach, hier sind wir. Problem? Ich hab's gehört. Problem ist aber, wie kommen wir jetzt zu dem Aufzug hin? Wartet mal, Stockwerk wechseln. Ich nehme mal an, hier hin müssten wir. Ja, gute Frage, ne? Boah. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal alles ab hier. Und ja. Haben wir ja mal jetzt genug zu tun gerade hier. Da ist ein Speicherpunkt. Hier geht's lang. Nicht, wenn das schon der Transit da unten war, den wir eigentlich hätte nehmen müssen, sollten, könnten. Hier gibt es einen Haufen Zeug. Coole Sache. Oder auch nicht. Tja, ich weiß nur nicht. Wurde hier angezeigt. Aber da unten ist halt, wie heißt die Legende? Warte mal. Legende. Von Interesse. Und von Interesse heißt er meistens für uns, wir müssten dorthin. Naja, dann würde ich sagen, EMP-Mine brauchen wir nicht. Dann müssen wir gleich mal wieder auf den Revolver wechseln. Pumpgun. Revolver hier. Dann würde ich sagen, wir gehen doch einfach mal da unten hin. Und beschlagnahmen das. Beziehungsweise nutzen den Aufzug gleich, nachdem wir noch einmal gespeichert haben. So. Aufzug rufen. Jawohl. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendein Androide reingeschossen. Aber zur Not haben wir ja immer noch die da. Nee. Alles gut. Bitte zum Transitsystem oder so ähnlich. Stand da gerade. Bin mir gerade auch nicht sicher. Oh. Sieht aber freundlich aus. So, ich denke mal, hier sind wir sicher. Ja, das sieht gut aus. Ach, hier sind wir. Ah, ja, die Typen kennt man. Aber hier konnten wir das letzte Mal gar nicht looten, glaube ich, da ja uns... Irgendwie bin ich falsch. Scheiße. Da oben war ja kein... tja, wie... ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wartet mal. Wir waren ja gerade hier. Kommen wir nicht irgendwie zurück noch wieder? Das ist natürlich blöd. Dort ging es ja nirgends wohin. Ist ja bloß hier dieser Innenaufzug. Ja, wir gehen nochmal zurück. Das war ja auch Blödsinn. Wir müssen ja... Synthesenflüssigkeitswerk. Eigentlich, denke ich mal, sind wir da schon ganz richtig. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das hier noch irgendwo hingeht. Oder hätte mal hier oben hingemusst.
Und machen wir hier nicht auch irgendwo eine Leiter? Klar, hier ist auch eine. Was ist, wenn wir die nehmen? Dann müsste man doch von dort aus zurückkommen. Dann sind wir nämlich genau hier. Auf der anderen Seite wieder. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich darüber. Ach, nee, warte mal, das geht doch. Naja, natürlich. So funktioniert es auch. Man muss einfach mal ausprobieren. Wir haben ja vorhin den Strom wieder eingeschaltet. Ja, komm mal rauf hier. Ja, dann nehmen wir halt mal die Gondel. Zum Apollo-Transit steht er da, ne? Ach, ich muss überlegen, wie kommst du jetzt da hoch? Na, oben war es ja, aber wie kommst du wieder darüber? Das war halt jetzt die eine Frage. Aber wenn man ein bisschen verpeilt ist heute gerade, da kann man das schon mal machen. Und das öffnet sich. Da lang. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Mach mal gleich, aber erst nochmal speichern. Jawohl. Ich nehme mal an. Fahrstuhl 1. Und Fahrstuhl 2. Ach, geht gar nicht. Schade, ich hatte den zweiten auch noch gerufen. Aber okay. Ja, lass mal das mal so stehen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas von Interesse? Oder Gerät, Werkzeug, Waffe? Nee. Okay. Dann warten wir halt ganz gemütlich auf unseren Transit. Vor allem, du siehst noch nicht mal, ob der wirklich kommt. Du siehst halt bloß, wenn sich da das Tor öffnet, dass er halt dann hier durchfährt. Jetzt müsste hinter uns kommen. Was tun sie hier? Mir gefällt doch dieses Dü-Dü-Dü nicht. Als ob gleich hier wieder irgendwas passiert. Da müssen jetzt die Druiden rauskommen und wir rennen hier schnell weg. Dieser Waggon für den zentralen Tag von Hauptcomputer Sebastopol ist... Hey, Errungenschaft freigeschaltet. Synthetic Solution. Wupp, wupp. Dann auf zum Apollo-Kern. Oder so. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Ja. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald Sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit Ihnen sprechen. Hm. Vorausgesetzt, wir warten nicht wieder irgendwelche tollwütigen Typen auf uns. Ui. Besuchen wir mal. Schrott ist voll. Und Impfpistole ist auch voll. Oh, hier haben wir Ausweis. Schrott braucht man nicht. Wir können ja hier aber nochmal reingucken. Ob hier was von Bedeutung ist. Privat nichts. Morgen gemeinsam. Da. Nö, ansonsten ist hier nichts weiter. Gefahreneindämmung aber. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht mal kurz gucken hier. Gefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch in Sicht und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Spedding? Ach, jetzt sind wir hier. Oh. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf den Sicherheitsförderband an. Nö. Und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Wo sie die ganzen Waffen versteckt. Ist ja wie bei Man in Black oder so. Meine schönen Waffen.
Kerntier auf. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Was? Das suchen die... Ja, vor... Hä? Willst du mich verarschen? Oh, hier haben wir was. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. 4930? Vielleicht probieren wir das mal. Könnte klappen. 493. Shit. 4930. So. Ja, passt. Wunderbar. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Speichern. Jawohl. Speichern. So. Gut, Karte. Rechts rum. Naja, wenn sonst nichts ist. Tür auf. Tür zu und Licht an. Wo geht's da lang? Ein extra Raum. Schrott braucht man nicht. Ansonsten auch ziemlich beengt hier. Also hier würde ich gerne nicht arbeiten wollen. Da ist noch nicht mal ein Fenster für raus. Atmosphärisch. Oh. Was? Ich habe was gehört, was mir vielleicht nicht gefällt. Da unten sind... Ist hier unten irgendwas? Ah, hier ist ein... Hier. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Die Hiwis sehen ein bisschen anders aus wie die sonstigen. Das, ich weiß es nicht. Das könnte vielleicht zum Problem werden. Hoffentlich müssen wir uns nicht mit denen hier anlegen. Hallo? Jetzt. Warum auch immer. Hacken wir mal das ganze Spiel hier. Wo haben wir es? Da haben wir es. Das und das. Oh, meine Nase fängt an zu krabbeln. Das ist nicht gut. Der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Ja, mit dem schnell geht nicht. Würde ich sagen. Und... Ja, ich würde sagen, diese Woche eh nicht mehr. Ich denke, wir machen hier Schluss für heute. Und werden in der nächsten Folge dann zum Apollo-Kern vordringen. Mal schauen, was er uns erzählen kann. Beziehungsweise was wir erfahren werden. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.